So, meine lieben Leute, wir sind jetzt bei unserer dritten Exkursion. Und zwar machen wir heute eine Wanderung durch die Wälder Leipzigs, wenn man das so sagen kann. Wildpark und so und am Ende am Kostgutner See. Mal gucken, was ich euch da noch Schönes mitfilmen kann. Und ja, unsere Lehrer waren der Meinung, wir bestimmen jetzt die Wassertiefe. Ich mache nichts, ich filme das Ganze. Ich habe keine Lust da drauf. Ich denke, das ist eine Exkursion, wo wir rumlaufen und irgendeine Scheiße labern. Ich habe keinen Bock, jetzt Schulzeug zu machen, ganz ehrlich. Damit habe ich schon vor Wochen abgeschlossen. Oder? Du auch, ne? Naja, Montag erst. Ich habe schon seit 3 Wochen nicht mehr mitgemacht. Mir reicht das jetzt. Ich zähle schon seit 10 Wochen runter, wann endlich Sommerferien sind. Aber wie buddeln wir den jetzt aus? Mit dem Stock musst du da kratzen, mit dem Stock da. Hast du das rangezoomt? Ich weiß es nicht. Wie kann man denn das zurückzoomen? Ich glaube, jetzt sind wir eine Weile beschäftigt, dann gehen sie uns nicht mehr auf den Sack. Aber hier sind noch mehr Steine, Antonia. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Mach weiter. Ella. Ich weiß. Schaut, da ist hier ein Tunnel. Oh Gott, fall nicht rein. Ja, im Stein, guck mal nicht rein. Das ist so geil. Als ich hier im Wald Party hart, ne, wisst ihr Bescheid? Ja, total. Jonas ist dancing. Da Vincent. Oh nein, ich feier das. Stimmt. Also wir laufen hier durch den Urwald in Leipzig und im Urwald gibt es offensichtlich auch Hunde. Ich bin Dora. Piper, nicht Clown. Piper, nicht Clown. Och, Menno. Oh nein, Dorn sind nicht gut. Mir ist eine Fliege in den Mund geflogen. Das geht gar nicht klar. Wo sind wir denn hier? Ich habe dann überall Zecken, das weiß ich jetzt schon. Bergauf. Bergauf. Das ist schlimm. Ist das dieser Berg, wo sie gesagt hat, aua, Dornen. Wo sie gesagt hat, dass so viele im Brombeerschlauch standen. Und ja, meine Arme brennen. Straße. Zivilisation. Oh mein Gott. Erste! Oh, meine Arme tun so weh. Sieht man das? Leute, wir haben es geschafft. Meine Arme sind voll mit Brennnesselstichen. Und gleich haben wir es geschafft, sind wir auf dem Berg und dann dürfen wir den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Das wird so lustig. Heftig die Aussicht. Wenn man hier einfach ganz Leipzig sieht. Ich bin durch. Wir haben den Weg zurück überstanden und jetzt geht es wieder über die Eisenbahnbrücke. Super. Eisenbahn. Und Jonas spackt wieder rum. Ja, nein, macht es überhaupt nicht. Na. Der Zweite Weltkrieg beendet die Entwicklung des Wildparks und brachte seine völlige Zerstörung. Okay. Vor allem läuft gerade einfach so eine kleine... Hallo! Läuft gerade einfach so eine... Kindergarten- oder Grundschulklasse.
an uns vorbei. Und wir haben einen in der Klasse, kommt aus Indien, der heißt Anmol. Und der trägt halt Turban und so, hat schon Flauschibart und so. Und der Kleine einfach so, hallo Ausländer. Ich komme da gerade nicht drauf, klar, das geht gar nicht. Der Jonas wird einen Kommentar dazu abgeben. Ich finde das sehr verletzend und man sollte viel mehr ins Bildungssystem unseres schönen Staates investieren. Hä, hey, aber eigentlich, der Kleine kann es doch nicht besser wissen. Ich meine, Anmol ist ja eigentlich Ausländer. Ich meine, wenn er jetzt gesagt hätte, hallo Nigger oder so, oder hallo Mulatte, das wäre schon beleidigend gewesen, aber er ist ja eigentlich Ausländer. Ja, aber trotzdem moralisch macht man das einfach nicht. Ja, der Kleine, woher soll denn der das wissen? Ja, von seinen Eltern. Dann sollten vielleicht die Eltern einfach mal vielleicht. Ja, von seinen Eltern. Dann sollten vielleicht die Eltern einfach mal vielleicht. Das sind doch keine Schnitzel. Rot. Hallo. Oh nein. Was ist das? Da muss ich immer bei ab durch die Hecke an das Eichhörnchen schnecken. Was ist das süß? Ah, Keks, ich will Keks, ich will Keks. Oh, so knapp. Alter, Rüdiger. Das ist richtig hardcore, das Teil. Leben am Limit. Oder so. Aber ich glaube, sie ist ein bisschen gestört. Ja. Naja, hat es eingesperrt. Ich will den Keks, ich will den Keks. Wir holen das jetzt raus. Wir holen das jetzt raus. Nee, es macht, ich glaube, Level auf. So, Majestät. Wie sie sich gerade gedreht hat. Die guckt genau in die Kamera. Na moin. Die macht so. Ist die das? Nee. Guck mal, wie hoch man rein kriegt. Kann mein Kater besser ausstrecken. Oh ja, more sexy, Baby. Mhm. Yeah. Ja, Bauch rein, Bauch raus, so ist gut. Ja, ja. Ich hallo. Das ist ein Ofen. Und das vorhin war ein Waldkauz. Hast du so ein Schlafzimmerblick drauf irgendwie? Wenn die sich so umdrehen, dann. Ja. Eine Maschine, Alter. Nee. Voll schön. Schleiereule. Die sitzt da oben in ihrem Häuschen und schläft. Hallo. Muss interessant sein, so in die Ecke zu gucken. Da hinten ist ja noch eine. Die da hinten guckt so wie. Komm, er chillt. Ja, überall das Brüsteln und das Schwert. Er ist ja gerade. Er hat gerade zu uns geguckt. Gerade aus. Oh, der ist niedlich. Das ist süß. Der hat die Augen so weit auseinander. Ein riesen Blühstier da hinten. Smoke weed every day. Du bist da! Oh, ja. Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. I'm like, hey! Boss! Ooh, let the dogs out! Wir sind angekommen nach einer Riesenparty und das ist der Kostbodener See und da werden wir dann noch Abschlussfeier morgen machen und mein Akku ist fast leer, scheiße. Die Spitze. Ja, hey Leute. Heute waren wir im Kraftwerk Lippendorf, da mit dem Fahrrad hingefahren. Es ist so warm draußen, 35 Grad, du wisst ja Bescheid. Ja, jedenfalls darf man da drin während der Führung leider nicht filmen. Oder, also man darf schon, aber man darf es halt nicht online stellen. Aber als ich oben auf dem Kühlturm war, beziehungsweise oben auf den Blöcken war, habe ich ganz wenig, ein bisschen was für euch gefilmt, wo ich denke, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich es online stelle.
das war dann auch schon die letzte Exkursion. Wir fahren heute Abend noch an den See und feiern da Abschluss der 12. Klasse. Morgen gibt es dann Zeugnisse. Dann haben wir es endlich geschafft. Und dann nur noch ein Jahr, 13. Klasse. Und dann muss ich noch die Prüfung überstehen in der 13. Und dann ist Schule endlich vorbei. Voll, voll. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und kommentiert, was habt ihr denn jetzt für so Exkursionen gemacht, wenn ihr noch in die Schule geht. Und ja, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.